Wir stehen heute vor einem weiteren Feld im Pilzkönigreich. Piranha-Pflanzenparade steht vor diesem Bereich. Darunter kann ich mir so gar nichts vorstellen. Piranha-Pflanzen sind etwas sehr Gefährliches. Aber eine Parade? Was? Dass eine Piranha-Pflanze, die laufen kann? Normalerweise bei uns im Pilzkönigreich kommen die immer nur aus ihren Röhren heraus und verschwinden wieder in dieser. Aber dass die laufen können, ist mir neu. Also dieses Blumenkönigreich ist schon in mancher Hinsicht sehr speziell. Da müssen wir uns an einige Dinge noch gewöhnen. Aber das Gute ist, ich habe gerade Feuerbälle bekommen und kann damit auf die Übeltäter schießen. Oh, eine Röhre. Eine rote Röhre? Ja! Die bringt mich doch glatt zu einem versteckten Bereich. Könnt ihr mich eigentlich sehen? Ich bin hier irgendwo ganz im Hintergrund und sammle ganz viel goldene Münzen ein. Na, ich muss hier aus der Ferne ziemlich klein aussehen. Und da ist auch schon eine große Blumenmünze. Juhu! Und wieder hinein in die Röhre. Mann, jetzt bin ich von oben aber ganz schön tief runtergefallen. Aber das war ein idealer Winkel, um unsere Feuerbälle zu verschießen. So, da haben wir schon die mittlere Flagge dieses Levels. Noch eine Feuerblume, die brauchen wir nicht. Bisher ist ja alles hier sehr gut gelaufen. Apropos laufen, die Piranha-Pflanzen laufen noch immer. Und da ist wieder so eine Wonderblume. Und jetzt schauen wir doch mal, was für ein Wonder-Effekt nun wieder passiert. Was? Was geht denn hier ab? Haben Sie das etwa mit Piranha-Pflanzen Parade gemeint? Die Piranha-Pflanzen bewegen sich doch tatsächlich zu der Musik. Jetzt laufen sie nicht nur, jetzt singen und tanzen sie auch noch. Also so verrückte Piranha-Pflanzen habe ich wirklich noch nie gesehen. Oh, eine große. Aber mit unseren Feuerbällen können wir diese mit einigen Schüssen trotzdem erledigen. Oh, das werden ja immer mehr. Oh, die Röhren spielen auch verrückt. Und ja, wir haben diesen völlig abgedrehten Bereich mit den tanzenden Piranha-Pflanzen geschafft, würde ich sagen. Müssen wir mal sehen, was uns hier noch erwartet. Ja, das war ja ein Erlebnis. Wenn wir Glück haben, haben wir hier das Schlimmste bereits hinter uns. Oh, da kommen immer weitere große Piranha-Pflanzen, die natürlich auch laufen können aus dieser grünen Röhre. Da gehen wir mal flugs ein Stück weiter. Mal schauen, ob wir uns hier bereits der Zielflagge nähern. Und jawohl! Dann würde ich mal sagen, jo, machen wir einen Weitersprung und erreichen die Spitze der Fahnenstange. Und da wartet auch schon ein neuer Wundersamen auf uns. Na, das haben wir doch fein gemacht. Wir haben es geschafft. Bis bald. Bis zum nächsten Level. Dann sehen wir uns wieder.